Zum Beispiel habe ich hier einen Artikel gefunden aus dem Jahr 2020, wo gesagt wird, dass mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung chronisch krank ist. Das steht ja ziemlich im Widerspruch zu dem, was uns so kommuniziert wird. Es werden ja ständig neue Fortschritte, Durchbrüche, Medikamente gefeiert, aber das, was am Ende dabei rauskommt, sieht eher suboptimal aus. Wenn wir nicht verstehen, dass die lindernden und teilweise heilenden positiven Effekte eines Medikaments und selbst eines klassischen Blutdrucksenkers, eines Beta-Blockers, wie er in der Schulmedizin verwendet wird, einzig und allein darauf beruht, dass wir in der Psyche glauben, dass uns das hilft. Wenn wir das nicht verstanden haben, dann werden wir ein Leben lang blind durch die Gegend stolpern und niemals eine Lösung für ein Problem finden und stattdessen immer, immer kränker, immer schwächer, immer energieärmer werden. Herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute ist wieder mal der Dr. Ulrich Mohr an meiner Seite und wir werden uns gemeinsam so ein paar Phänomene aus der modernen, teilweise auch in Anführungsstrichen, Medizin anschauen und die mal genauestens unter die Lupe nehmen. Und ja, der Uli wird da auch erklären, was es da eventuell für Zusammenhänge beziehungsweise ja Ursachen gibt für solche Phänomene. Uli, kurz und knapp zu dir. Wer noch nichts von dir gehört hat, was sollte der über dich wissen, damit wir dann danach direkt in die Thematik einsteigen können? Wenn wir uns also auf den Alltag, für den Alltag bedeutsame Auswirkungen des medizinischen Systems unterhalten wollen, dann sollten die Zuschauer wissen, dass ich einen recht schnellen und intensiven Weg, eine sehr schnelle, intensive Entdeckungsreise durch die Schul-Alternativmedizin und die energetischen Heilweisen durchlaufen habe, bis mir ganz unerwarteterweise durch die Spontanheilung meiner 17 Jahre währenden unheilbaren Neurodermitis, innerhalb von 48 Stunden war sie weg, klar wurde, also ich tatsächlich zu dem Moment erst wirklich fühlen konnte, was mir im Wissen schon Jahre vorher klar war und was auch die Basis meiner damaligen Arbeit, noch therapeutischen Arbeit in der Praxis war, dass eine Krankheit eine Signalfunktion ist. Und dass der Therapeut, der die Aufmerksamkeit ja nach außen abzieht, ja, da draußen gibt es also jemanden, der mir meine Gesundheit wiedergeben kann, Herr Doktor, machen Sie mich gesund, dass das ein Irrtum ist. Und zwar ein ganz fataler Irrtum, der jedem therapeutischen Vorgehen zugrunde liegt. Tatsächlich geht es nicht darum, dass mich jemand gesund macht, sondern dass ich mich selber besser verstehe. Und das ist die Essenz meiner Reise, sehr intensiven, langen Reise durch die Schul-Alternativmedizin und energetischen Heilverfahren gewesen, so dass ich dann davon Abstand genommen habe, notgedrungen nach dem Erlebnis der Spontanheilung, mich als derjenige aufzuspielen, der als Therapeut dem Patienten, der seine Verantwortung im Wartezimmer zurückgelassen hat, die Heilung zu schenken. Und so dann zum Gegenstand einer Art von Anbetung zu werden. Götter in Weiß. Okay, dann hoffe ich, dass wir mit dem heutigen Video einen wichtigen oder guten Impuls dafür geben können, die Leute mehr in diese, ja, in das eigenverantwortliche Leben auch unter dem Aspekt der Gesundheit zu bringen. Ich glaube, du hast mal in einem anderen, schon älteren Interview gesagt, oder auch es gibt einen Artikel von dir, also dass es nur Selbstheilung gibt. Es gibt gar keine andere Heilung als Selbstheilung. Sachlich von der Steuerung des Körpers und der Psyche gibt es nichts anderes als Selbstheilung. Die Sprache sagt es ja letztendlich auch. Wir werden ja damit groß, dass es heißt, es heilt. Nicht ich heile, nicht der Arzt heilt. Man kann sich das natürlich einbilden und der oberflächlich sichtbare Handlungsstrang kann den Eindruck erwecken, wenn man
es dabei belässt, dass ein herausgeschnittener Tumor eine Heilung gleichzusetzen sei, was sachlich völlig absurd ist und auch noch nicht mal von demjenigen, der den Tumor rausschneidet, behauptet wird. Aber wenn ich es so oberflächlich, plakativ betrachte, dann könnte man auf die Idee kommen, dass jemand anders mich gesund macht. Und tatsächlich konkret ist es völlig an der Wirklichkeit vorbei. Es heilt, indem ich die Voraussetzungen dafür schaffe, ausreichend entspannt, ausreichend selbstbesinnlich zu sein, dass ich verstehe, was mir die Beschwerden signalisieren. Okay, ich würde zum Einstieg in dieses Gespräch auch noch mal ganz kurz was teilen auf meinem Bildschirm. Das müssen die Zuschauer dann sehen. Und zwar wird uns ja immer kommuniziert oder häufig, dass wir in einer so fortschrittlichen ja, Gesellschaft und auch Medizin ja, uns bewegen. Aber die Ergebnisse, wie wir auch schon an anderer Stelle besprochen haben, gehen eher in eine andere Richtung. Zum Beispiel habe ich hier einen Artikel gefunden aus dem Jahr 2020, wo gesagt wird, dass mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung chronisch krank ist. Das steht ja ziemlich im Widerspruch zu dem, was uns so kommuniziert wird. Es werden ja ständig neue Fortschritte gefeiert, Durchbrüche, Medikamente, verschiedenste Geräte, aber das, was am Ende dabei rauskommt, sieht eher suboptimal aus. Und diese 50% lese ich gerade hier in dem Beitrag, die verteilen sich zu je 20% auf Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen, 11,4% sind Muskel- und Skeletterkrankungen und je circa 8,5% psychische und neurologische Störungen. Ja, können wir vielleicht auch nochmal später drauf eingehen. Und was ich auch sehr interessant fand, ist, dass die Menschen im Durchschnitt 15 Jahre chronisch krank sind. Und ich würde mal behaupten, die Dunkelziffer ist höchstwahrscheinlich noch deutlich höher, weil die Basisannahme in den allermeisten Fällen eher unzutreffend ist. Uli, was sagst du dazu? Also, ich habe natürlich die Zahl der Patienten, allein der Patienten in meiner medizinisch-therapeutischen Tätigkeit nicht gezählt und auch nicht die Vortragskursteilnehmer und Kursteilnehmer der darauf folgenden Jahrzehnte. Aber grob geschätzt habe ich um die 50.000 Patienten im Laufe meiner medizinischen Zeit gesehen. Das ist schon einiges. Und eine sicherlich noch mal größere, sehr viel größere Zahl, die ich mit Vorträgen und Kursen erreicht habe bisher und die ich ausreichend nahe erlebt habe, dass ich eine Aussage zum Gesundheitszustand machen kann. Ja. Und die Aussage ist an sich sehr klar und sehr provokant, denn ich habe nicht einen einzigen gesunden Menschen kennengelernt. In mittlerweile knapp 40 Jahren medizinisch lehrender Tätigkeit. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass Zahlen, wie du sie jetzt beispielhaft erwähnt hast, also Zahlen, die von den offiziellen Statistiken im sogenannten Gesundheitssystem geliefert werden, die Wirklichkeit ja gar nicht real abbilden. Hier in den offiziellen Statistiken werden ja nur diejenigen erfasst, die zu einem Arzt gehen oder zu einem Therapeuten gehen. Das heißt, sie haben Beschwerden und sie glauben, dass diese Beschwerden mal angeschaut werden müssten und vielleicht auch therapiert werden sollten. Es gibt ja eine überhaupt nicht zu ermessende Dunkelziffer an Beschwerde, an Menschen, Personen, die Beschwerden haben, aber nicht zum Arzt gehen. Das ist die eine Sache. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass die Zahl derjenigen, die Beschwerden haben, sehr viel größer sind und sehr viel größer ist. Und wenn wir tatsächlich mal kritisch gegenprüfen und nehmen uns verschiedene Forschungs- Untersuchungsergebnisse, große Feldstudien
in verschiedenen Teilen dieser Erde und gleichen das ab, dann kommen wir auch noch mal zu ganz anderen Zahlen. Also selbst wenn wir die offizielle Zahlensituation genauer betrachten, kommen wir auf einen sehr viel höheren Prozentsatz als 50%. Und wir haben dann zusätzlich, ohne das ermitteln zu können, davon auszugehen, dass ein nicht unerheblicher Prozentsatz der Bevölkerung Beschwerden hat, ohne zum Arzt zu gehen oder gleich zu welchem Therapeuten zu gehen. Und meine konkrete Erfahrung ist, und das ist ja nun keine ganz kleine Zahl, dass definitiv keiner gesund ist. Und nun kommt noch etwas weiteres hinzu, und das ist der Umstand, dass wir viele Beschwerden, die wir haben, als normal bezeichnen, als Teil eines Alterungsprozesses, der als Krankheit und Zivilisationsstörung gar nicht erkannt wird. Und wir manche Beschwerdebilder sogar schick finden. Wie viele tragen eine Brille und würden niemals auf die Idee kommen, bloß weil der Rest des Körpers beschwerdefrei ist, die Sehstörung als eine Krankheit, als eine chronische Krankheit zu sehen? Nichts anderes ist es. Das ist eine Störung, die durch eine Fehlnutzung der Augenmuskeln entsteht, die relativ leicht und einfach zu lösen ist. Ich habe zu diesem Zweck mal vor einiger Zeit einen sehr einfachen Übungsfernkurs, Online-Kurs für die Wiederherstellung der Normalsichtigkeit zusammengestellt. Das ist nichts, was ich erfunden habe, sondern das sind Erfahrungswerte, die ich lediglich aus den letzten 40, 50 Jahren von vielen anderen, die hochinteressante Ansätze, hochinteressante Forschungsprojekte zu dem Thema durchgeführt haben. Aber auch wie immer dann, wenn es den Fluss des Geldes stört, nicht wirklich gehört werden und auch nicht wirklich in die Breite gehen konnten. Also schon das Tragen einer Brille ist eine chronische Krankheit. Karies ist eine chronische Krankheit. Und wenn wir alles das mit einbeziehen und dieses mächtige Thema des angeblich normalen biologischen Alterungsprozesses, dem wir uns ausgesetzt sehen, dann kommen wir auf 100% Kranke. 100% chronische Kranke. Und so wie ich hier sitze, kann ich mich davon leider nicht ausnehmen. Ist denn vielleicht an der, also das heißt, wenn 100% der Leute nicht gesund sind, sollte man dann vielleicht, also wie viel Sinn macht denn dieses Wort überhaupt, diese Bezeichnung? Gesundheit Ja, oder oder Krankheit oder beides, weil wenn niemand gesund ist, was hat das denn für einen Sinn? das Wort hat sowieso keinen Sinn oder auch dieses Gegensatzpaar von Gesundheit und Krankheit hat keinen Sinn, weil beide Worte, beide Begriffe, die scheinbar so selbstverständlich gegeneinander stehen, überhaupt nichts über die Wirklichkeit aussagen. Wenn jemand sagt, ich bin krank, ich leide an einer Verdauungsstörung. Wir lassen jetzt mal medizinische Diagnosen beiseite. Dann weiß ich überhaupt nichts über diesen Menschen. Ich weiß, dass er Beschwerden hat. Das kann ich daraus schon ableiten. Aber wie stark, wie schwach sie sind und was er tatsächlich in seinem Körper und in seinem Gemüt zugleich erlebt, das bleibt vollkommen außen vor. Insofern müssen wir, wenn wir uns mit dem wirklichen Problem befassen wollen, uns auf sinnliche Wahrnehmungen besinnen. Also, wann habe ich welche wahrnehmbare körperliche Störung? Ich esse ein bisschen und habe den Eindruck, dass mir ein Stein im Magen liegt. Oder ich esse etwas und habe den Eindruck, dass das mir wie ein Kloß im Hals hängen bleibt. Oder ich habe einen stechenden Schmerz im linken Hüftgelenk, im rechten Hüftgelenk und ich kann nicht normal gehen. Ich muss auf eine ganz eigentümliche, seltsame Art und Weise hinken und das sieht folgendermaßen aus. Dann folgt eine Beschreibung, die jeder, der aufmerksam hinschaut, auch genauso nachvollziehen kann.
Erst in dem Augenblick kommen wir in den Bereich des Konkreten. Wenn ich in diesem Diffusen bleibe von Gesundheit, Krankheit, woraus dann, wenn ich der Spur folge, systembedingten Spur folge, dann komme ich über eine Befundung, also Untersuchung des Arztes, zu einer Diagnose. Das ist genauso eine abstrakte Dunstglocke. Ja, ich habe eine Rhinitis, Schnupfen zu Deutsch. Aber das ist auch nicht die Beschreibung des tatsächlichen Phänomens, sondern das tatsächliche Phänomen ist, zu einer bestimmten Tages- und Uhrzeit, vielleicht infolge sogar eines ganz bestimmten Themas, Streitgespräches, einer bestimmten Situation, plötzlich eine zugeschwollene Nase zu haben, die zu laufen beginnt. Oder auch nicht. Vielleicht verbunden mit einem Druck unter der Augen, unterhalb der Augen oder oberhalb der Augen, wenn die Nebenhöhlen mit beteiligt sind. Dann bin ich im Bereich des Konkreten. Und wenn ich diese konkreten körperlichen Beschwerden, genauso wie ich sie wahrnehmen kann, beschreibe, komme ich an sich auch schon automatisch zu der Botschaft. Als einer der einfachsten Klassiker, ich habe die Nase voll von etwas, bedeutet als Sprachbild, ich bin überlastet. Und wenn ich diese Überlastung nicht registriere, wird sich eine psychische Spannung, eine zunehmende Unruhe, eine zunehmende sympathikotone Anspannung aufbauen, bis mir vielleicht irgendwann der Kragen platzt, dass ich plötzlich und dann auch in unangemessener Weise, vielleicht sogar cholerisch, sage, was ich will und was ich nicht will. Der klassische Choleriker ist dann interessanterweise auch derjenige, der Probleme mit der Gallenblase hat. Cholezystolithiasis, Entzündung der Gallenblase. Also der Choleriker ist ein bestimmtes Naturell, was in Verbindung mit der Funktion der Gallenblase und allen Funktionsstörungen, inklusive Steinen bis hin zu Tumoren der Gallenblase oder der Leber, denn die Leber produziert ja die Gallenflüssigkeit, ja, dass wir hier eine klare thematische Verbindung haben, die sich in einem Verhaltensmuster zeigt, in bestimmten sogenannten Krankheiten zeigt. Aber auch das ist etwas, was sich erst dann wirklich sinnlich erschließt, wenn ich nicht sage, ich habe Gallensteine, sondern wenn ich davon spreche, dass ich nach dem Essen bestimmter Speisen einen stechenden Schmerz im rechten Oberbauch habe. Zum Beispiel. Oder wenn ich etwas Fettiges gegessen habe, dass ich eben diesen besagten Stein im Magen, im Oberbauch wahrnehme, in der Mangelung einer Verdauungsfähigkeit von zum Beispiel Fetten oder so etwas. Also ich brauche den Bezug zum Konkreten und wenn der nicht da ist, dann bin ich gesund oder krank, mit völlig diffusen, sind Dunstglocken im Grunde genommen, die diese vermeintliche Definition von Gesundheit und Krankheit mit sich bringt. Und dann kommt in der Folge scheinbar konkret die Diagnose, die aber auch völlig abstrakt ist, weil sie nichts über die tatsächliche Befindlichkeit aussagt. Mit der Folge, dass ich mit einer Diagnose lediglich mich für eine Therapie entscheiden kann. Ich spritze mir jetzt die Nase frei mit einem Nasenspray. Ich nehme jetzt irgendein Medikament, was mir dabei hilft, einen verstärkten Gallenfluss zu haben oder Fette leichter zu verdauen, was auch immer da drin ist. Es gibt verschiedene Ansätze, aber mit einer Diagnose lande ich immer in einer Therapie. Und das ist dann entweder eine schulmedizinische Therapie oder es ist eine alternativmedizinische Therapie. Aber in beiden Fällen ist es der Kampf gegen einen abstrakt formulierten Feind, Diagnose, Gallensteine, Gallenblasenentzündung, Diagnose, chronische Nasennebenhöhlenentzündung und so weiter. Und selbst im Bereich der energetischen Heilweisen ist es so, dass es immer ein diagnosebezogener Kampf ist gegen etwas. Die Frage nach der wirklichen sinnlichen Befindlichkeit, die wird bestenfalls in der Homöopathie gestellt. Aber auch unter diesem kämpferischen Aspekt. Ich muss jetzt was finden, sozusagen ein Kampfmittel gegen die Krankheit. Okay, wie schon so häufig in unseren Gesprächen muss ich das erstmal ein bisschen, muss ich mal durchatmen und das ein bisschen sacken lassen.
weil da wieder sehr viele, gefühlt hätte man nach jedem Satz eine Nachfrage stellen können. Aber ich probiere es einfach mal anzuknüpfen. Du hast gesagt, Diagnosen ziehen Therapien hinter sich. Man könnte ja auch sagen, etwas überspitzt formuliert, Diagnosen erschaffen Krankheiten. Wo wir dann auch schon schnell beim sogenannten Nocebo-Effekt wären. Ein Phänomen, ja, was ich auch bis vor einigen Jahren nicht so auf dem Schirm hatte, aber wo es ja auch Fälle gibt, dass Leute zum Beispiel eine Diagnose bekommen, die vielleicht sogar falsch gestellt wurde und dann sogar aufgrund dieser Diagnose in Kürze versterben. Bloß wegen dieser Diagnose, ohne dass die zutreffend war. Dazu gibt es sogar noch viel extremere Beispiele, die ich auch in den Kursen, in meinen Kursen aufgreife, um zu veranschaulichen, welche immense Bedeutung in dem Verständnis dieser Beziehung zwischen Körper und unserem unsichtbaren Dasein, also unserer Gedanken- und Gemütswelt, die ist ja nun mal nicht sichtbar, anders als der Körper, tatsächlich besteht. Es gibt beispielsweise medizinisch gut dokumentierte Fälle von, ich denke jetzt an einen amerikanischen Vorfall, einen Vorfall in den USA, in dem ein Lagerarbeiter in einer abgeschalteten Kühlkammer freitagnachmittags versehentlich eingeschlossen wurde, Raumtemperatur um die 20 Grad, der am Montag mit allen Zuständen, mit allen, bei der Obduktion zeigte sich das, mit allen charakteristischen klassischen Auswirkungen der Erfrierung tot aufgefunden wurde. Also hier reden wir über etwas von einer ungeheuren Macht und Bedeutung, etwas, was der Schulmedizin sich vollkommen entzieht, gestreift wird in den in der Naturheilkunde und ein bisschen besser verstanden wird im Bereich der energetischen Heilweisen. Ich bin immer wieder mal geneigt, sehr provokant zu sagen, dass jede, und das meine ich tatsächlich so, jedes therapeutische Angebot seine Berechtigung hat, nicht weil es für sich einen wirksamen Weg zur Heilung tatsächlich liefern könnte, das kann kein Medikament, das kann kein Therapeut, gleichgültig was er tut. Sie haben alle ihre Daseinsberechtigung, weil sie Glaubenssätze bedienen. Und Glaubenssätze bedienen heißt, da kommt ein angespannter, sympathikoton angespannter Patient, der hat Angst aufgrund irgendeiner Befindlichkeitsstörung, einer Beule an seinem Körper, die eine Schwellung, also eine Schwellung, eine tumoröse Schwellung, Tumor heißt ja lediglich Schwellung, bedingt durch einen tatsächlichen, durch ein Gewebewachstum, durch eine flüssigkeitsgefüllte Blase, eine Zyste oder irgendetwas anderes. Also irgendetwas, was ängstigt und anspannt. Und geht nun zu einem Therapeuten. Das kann ein Schulmediziner sein, das kann aber auch jeder andere sein, der behauptet, dass er Erfolg machen könne für den Leidenden, für den angespannt Verängstigten. Und allein die Tatsache, empfangen zu werden von jemandem, bei dem man annimmt, dass er verstanden hat, worum es geht und dass er mir die Lösung und das Überleben gewährleisten kann, führt zu einer Entspannung. Und diese Entspannung stärkt die Funktion, die Aktivität des Parasympathikus, also des regenerativen Teils unseres Nervensystems. Und alles, was in irgendeiner Weise Richtung Heilung anbahnt, hat immer in der Tiefe, immer und ausschließlich, das ist der Kern, an dem alles zusammenläuft, vor dem Hintergrund tausender und zigtausender therapeutischer Möglichkeiten, inklusive auch von Spontanheilungen, die dadurch geschehen, dass jemand eine Wallfahrt nach Lourdes macht oder den Jakobsweg nach Santiago de Compostela geht oder irgendetwas anderes macht, woran er glaubt.
glaubt, dass es ihm Linderung und Heilung bringen könnte. Und wenn dieser Glaube tatsächlich dem entspricht, was der Therapeut jetzt in dem Falle vermeintlich aus Sicht des Patienten liefern kann, dann wird es zu dieser Entspannung kommen und dann wird es zu einer Besserung, Linderung oder vielleicht sogar Heilung kommen, wenn es mit einer neuen Lebensperspektive und einer sensibleren Haltung sich selbst gegenüber verbunden sein sollte. Das heißt, wenn wir nicht verstehen, dass die lindernden und teilweise heilenden oder zumindest vertagenden positiven Effekte eines Medikaments und selbst eines klassischen Blutdrucksenkers, eines Beta-Blockers, wie er in der Schulmedizin verwendet wird, einzig und allein darauf beruht, dass wir in der Psyche glauben, dass uns das hilft. Wenn wir das nicht verstanden haben, dann werden wir ein Leben lang blind durch die Gegend stolpern und niemals eine Lösung für ein Problem finden und stattdessen immer, immer kränker, immer schwächer, immer energieärmer werden. Und selbst wenn wir diese Befindlichkeitsstörungen nicht diagnostiziert bekommen mit der Folge einer Therapie, münden sie in das, was wir als allgemeinen Alterungs- und Verfallprozess, Ver- und Zerfallsprozess bezeichnen. Noch ein Beispiel zu dem Thema Glauben. Das sind ja Untersuchungen, die, ohne dass sie eine breite Auswirkung hätten, auch in der Schulmedizin tatsächlich ja untersucht werden. Es gibt beispielsweise simulierte Operationen an schwer arthrotisch geschädigten, ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, Kniegelenken. Also Knorpel, weitgehend zerstört, zerfasert, starke Schmerzen und Beschwerden. Man würde aus orthopädischer Sicht gemäß Diagnose und Schweregrad tatsächlich operieren. Nun macht man das aber in dieser simulierten Situation nicht, sondern der Patient wird in das suggestive Umfeld des Krankenhauses gebracht. Er wird also aufgenommen, bekommt die präoperative Vorbereitung, also Abgleich, Voruntersuchungen, medikamentöse Auffälligkeiten, also was verzehrt der Betreffende an Medikamenten und welche Diagnosen stehen im Raum. Also das ganze klassische, der gesamte klassische Ablauf in der Vorbereitung einer Operation läuft ab. Der Patient wird dann in den OP geschoben. Er bekommt eine Rückenmarksnarkose in dem Fall, also eine Schmerzausschaltung im unteren Bereich des Körpers, sodass schmerzfrei am Knie operiert werden könnte. Und dieser nicht narkotisierte Patient, der hat also keine Vollnarkose, liegt ja üblicherweise mit einem Tuch zwischen Kopf und OP-Gebiet separiert, wird dann im OP die Möglichkeit haben, das kann man sich ja auch wünschen, das Bild der ablaufenden Operation über einen Monitor zu betrachten. So, und jetzt liegt der Patient im OP, es wird manipuliert an dem Kniegelenk, aber es wird nichts gemacht. Über den Monitor wird eine reale Operation aber eingeblendet. Also der liegt im OP und glaubt wirklich, weil er das dort oben ja vermeintlich sieht, er glaubt, dass es sein Knie wäre, dass er gerade operiert wird. Und in der Folge zeigte sich, dass diese Operationen einen sehr positiven, schmerzlindernden oder sogar schmerzbefreienden Effekt haben. Und es gibt zig, Hunderte und Tausende ganz unterschiedlicher Szenarien, die immer wieder nachgestellt werden und wo an sich klar wird, gezeigt wird, dass wir uns mit der Psyche und die, also mit unserer Gedanken- und Gefühlswelt zu befassen haben. Woran glauben wir? Und der intelligente Therapeut, der jetzt nicht fixiert ist auf eine bestimmte Spur, der würde sich an erster Stelle damit befassen, das Glaubenssystem des Patienten zu klären. Das habe ich in der Endphase meiner Praxis damals, als mir das klar wurde, gemacht. Woran glaubt der? Was wird ihn, ist die zweite Frage, die zu klären ist. Was wird ihn am stärksten entspannen?
Also was ist der stärkste Glaubenssatz? Geht der in therapeutischer Hinsicht zu einer Operation oder zu einem Medikament oder zu Akupunktur und oder homöopathischen Kügelchen oder einem Geistheiler? Das sind also alles nur noch Optionen, die unter dem Gesichtspunkt zu betrachten sind, was am stärksten einen vorhandenen Glaubenssatz, der unter ängstlicher Anspannung ist, so weit zu entspannen, dass der Parasympathikus so aktiv wird, dass Linderung und vielleicht sogar vorübergehende Beschwerdefreiheit oder auf Dauer sogar Heilung daraus resultiert. Also wir drehen im Grunde genommen das gesamte System auf den Kopf und fangen an, es wirklich zu verstehen. Das, was am Körper passiert, ist die Auswirkung eines Glaubens. Ja, sagen wir mal, wenn man das jetzt auf, man bezieht es jetzt auf ein Medikament, dann kann quasi mein Bewusstsein oder mein Wissensstand, wenn ich mich nicht so über die Hintergründe informiere, die wir auch schon in dem ein oder anderen Gespräch beleuchtet haben, wenn ich da einfach blind, also mehr oder weniger blind dran glaube an die Wirkung und denke, okay, der Arzt kennt sich sehr gut aus, es wird mir auf jeden Fall helfen, das dann einnehmen und dadurch sich dieser Glaubenssatz entspannt, kann dadurch zumindest vorübergehend, aber das wäre jetzt die Frage, auch vielleicht dauerhafte Heilung einsetzen. In der ganzen Bandbreite von vorübergehend bis zu dauerhaft. Und ich muss das tatsächlich nicht wissen. Ich muss diesen Glaubenssatz nicht kennen. Letztendlich ist es ja sogar so, dass im täglichen medizinischen Geschehen ein Patient in Unkenntnis seiner Glaubenssätze zu einem Arzt geht, der ebenfalls in Unkenntnis seiner Glaubenssätze ist. Die haben dennoch eine Attraktion füreinander, denn der Patient geht ja zum Beispiel zum niedergelassenen Hausarzt oder zum Orthopäden, weil er glaubt, dass der Schulmediziner ihm helfen kann. Andere sind skeptisch distanziert und sagen, nein, Schulmediziner ist mir viel zu gefährlich, die schneiden und zu viel und die verwenden viel zu viel giftige Chemie. Ich gehe nur zu einem Homöopathen, zu einem Ayurveda-Therapeuten oder was auch immer. Hier entscheidet ja bereits der Glauben, das Weltbild darüber, in welche Richtung ich mich bewege. Und insofern bin ich immer in einer attraktiven Beziehung zu dem, der mir diese Dienstleistung dann letztendlich mehr oder weniger suggestiv vermittelt. Also wir reden hier über ein geteiltes Glaubenssystem. Und das kann vollkommen und läuft auch meistens vollkommen unbewusst ab. Aber interessanterweise, und das zeigen auch viele Forschungen, funktioniert das sogar, wenn man es weiß. Also, wenn jemand zum Beispiel auf die Philippinen fliegt und zu einem dieser eine Zeit lang ja schwer im Fokus der Öffentlichkeit stehenden philippinischen Wunderheiler geht, weil er nach herkömmlicher Sicht austherapiert ist und der philippinische Wunderheiler der macht nichts anderes, als Glaubenssätze zu bedienen, ein suggestives Szenario schafft. Also jemand hat einen Tumor im Leber-Gallen-Blasenbereich und der Heiler, was auch immer er jetzt im Vorfeld zur Einstimmung macht, kommt zu einem Höhepunkt, in dem er auf der Bauchdecke im Bereich der Leber, rechten Oberbauch, also herumdrückt und plötzlich kommt, ein bisschen wie Bühnenmagie, kommt ein bisschen Blut ins Spiel. Also es entsteht der Eindruck, als wenn hier die Bauchdecke verletzt würde und der Heiler greift in die Tiefe und hat dann plötzlich irgendein Stein von mir aus oder so etwas in der Hand. Dann kann das ausreichen, selbst wenn der dort liegt, also ich weiß es tatsächlich aus einem konkreten Fall im Bekanntenkreis, der diese Reise auf sich genommen hat, weil er neugierig war, der tatsächlich auch Beschwerden hatte, aber
aus beruflich-medizinischen Gründen daran interessiert war, das näher kennenzulernen. Also er wusste, dass das Hokuspokus ist, dass also das Blut, von mir aus Hühnerblut ist oder so etwas, geschickt im passenden Moment ins Spiel gebracht, auf der Oberfläche des rechten Oberbauches verteilt, so wie scheinbar die Hand des Heilers in die Tiefe ging. Also er wusste das alles. Und trotzdem hat es funktioniert. Diese Glaubenssätze sind wie ein, also sie funktionieren nach einem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Wenn ich daran glaube und selbst wenn ich weiß, dass es Quatsch ist, funktioniert es trotzdem. Es ist ein Energiefeld, es ist wie ein Energiefeld mit einer bestimmten Information, eben diesem Glaubenssatz. Und solange es real existent ist in der unsichtbaren Welt meiner Psyche, ist es handlungsbestimmend. Das kennt auch jeder aus dem täglichen Leben. Also ein Beispiel vielleicht aus meiner Vorgeschichte. Ich war noch im Krankenhaus tätig, als mir durch meine naturheilkundlichen Studien nebenbei und meiner zunehmenden naturheilkundlichen Tätigkeit auch außerhalb des schulmedizinisch-klinischen Bereiches klar geworden war, dass das Thema von Infektionserkrankungen als Konzept akzeptabel ist, aber zu löchrig ist, als dass es tatsächlich tragfähig wäre. Ich habe letztendlich auch all die erforderlichen Fakten finden können. Letztendlich habe ich sie mir zusammengesucht. Das ist ja nicht so, dass ich das finden muss. Das ist schon lange bekannt. Dass es keinerlei Hinweis darauf gibt, dass es infektiöse Erreger gibt, weder Viren noch Bakterien, noch dann in der Folge Infektionserkrankungen. Und wenn überhaupt, kann ich diese gesamte Thematik nur korrekt betrachten, wenn ich in Beziehungen denke, so wie alles in dieser Welt, wie bei jeder Plus- und Minus gepolten Batterie, ich Beziehungen, als Basis jedes Verständnisses im Blickpunkt habe. Das heißt, wenn es dann also eine Bakterie geben sollte, die gefährlich ist, dann kann sie nur gefährlich sein in Beziehung zu einem Immunsystem, was schwächer, gleich stark oder stärker ist. So, also mir wurde das sachlich faktisch klar, der Nachweis war auf dem Tisch, Infektionserkrankungen kann es so in der Form nicht geben und insofern war auch klar, dass das Thema der Impfung absurd ist, also ein Haken dran zu machen ist, nach gegebenem Kenntnisstand, damals wie heute. Aber ich war halt so groß geworden. Ich habe meine Ausbildung durchlaufen und war in meiner Glaubenswelt fixiert darauf, dass es wichtig ist, sich zum eigenen Schutze impfen zu lassen. Und es hat über 3 Jahre gedauert, bis trotz des geklärten Wissens ich so entspannt war, was diesen Glaubenssatz betrifft, er so weit an Kraft verloren hat, dass das Thema Impfung sich aus meinem Leben komplett verabschiedet hat. Also das ist auch wichtig für unsere Zuschauer, wenn sie sich auf diesen Weg machen, Klarheit darüber zu gewinnen, und das auch immer zu berücksichtigen, dass das Wissen relativ schnell, die Faktenlage relativ schnell geklärt ist. Also ob etwas tatsächlich sinnvoll, tragfähig und wirklich ist. Das ist aber vor dem Hintergrund dieser programmatisch installierten Glaubenssätze in der gesamten praktisch bisherigen Lebensgeschichte von der Kindheit an mit dem, was die Eltern vorleben, bis zu dem, was wir dann vermeintlich dazu noch gelernt haben in der Schule, in der Ausbildung, dass das wie eine bespielte CD oder DVD ist, die eine bestimmte Information hat und die ist nicht einfach wegzubügeln. Der Physiker würde an der Stelle sagen, Energie ist wandelbar, aber nicht zerstörbar. Also ich brauche den Respekt für diesen Glaubenssatz, ich brauche ihn, muss ihn in mein Bewusstsein halten, ich lebe so lange nach ihm und respektiere ihn, erfülle ihn, wie ich merke, dass er Macht über meine Entscheidungen hat. Wenn ich einen solchen Glaubenssatz ignoriere, werde ich immer angespannt diesen Gedankenkreislauf im Hintergrund haben, hätte ich nicht besser doch mal mir eine Diagnose geben lassen.
Vielleicht hätte ich doch nicht, sollte ich doch zum Schulmediziner gehen, um mir eine Diagnose zu holen, damit ich weiß, woran ich bin. Denn wenn ich jetzt weiter mit homöopathischen Kügelchen und Akupunkturnadeln meine Beschwerden bekämpfe, dann könnte es ja sein, dass ich einen letzten Punkt, an dem ich noch vielleicht doch mich rettenderweise hätte operieren lassen können, verpasse. Also es ist eine schwelende Unruhe, Anspannung, Sympathikotonie im Untergrund, wenn ich Glaubenssätze nicht erfülle. Es ist also außerordentlich hilfreich, wenn ich mich aus diesem ganzen System herausschälen will, dass ich diese Glaubenswelt, die mir von klein auf beigebracht wurde, tatsächlich kennenlerne. Und dann werde ich bewusst mit den Glaubenssätzen jonglieren und werde sie zur Entspannung bringen können, die alten überholten, genauso wie die, die noch vorhanden sind, in voller Kraft, weil ich verstanden habe, dass Heilung immer etwas mit regenerativer, parasympathischer Entspannung zu tun hat. Und die kann ich am leichtesten anstoßen, indem ich meine Glaubenssätze kenne und sie bediene. Natürlich dann auch eine Aufgabe, sich seine Glaubenssätze erstmal bewusst zu machen. Weil ich glaube, viele können sehr tief drin schlummern und da dauert es vielleicht erstmal ein bisschen, bis man da rankommt. Ja und nein. Also im Grunde genommen sind die ersten Erfolge recht leicht zu feiern. Wir müssen ja im Grunde genommen nur auf das achten, was wir tun. In den Zeiten von Corona, wie stark war denn mein Impuls, eine Maske zu tragen? Hatte ich das Verlangen, die Türklinke nicht anzufassen und sie lieber nur mit dem Ellenbogen zu öffnen? Daran kann ich zum Beispiel schon erkennen, ob ich an unsichtbare Erreger glaube oder nicht. Das ist keine intellektuelle Frage. Mit der Überprüfung der sogenannten Fakten kann ich mir dann das Wissen aneignen, auch als Laie, auf ganz einfachem Wege. Das sind zum Beispiel solche Aufgabenstellungen, wie sie im Symplonik-Anwendungshandbuch zu finden sind, mit denen ich meinen Alltag daraufhin prüfen kann, woran ich denn glaube, was meine Entscheidungen und Handlungen letztendlich ja bestimmt und woran eben nicht. Und genauso bei der Ernährung. Wenn ich meine, dass ich dreimal am Tag was essen muss, werde ich mich im Laufe des Tages wieder und wieder dabei beobachten können, dass ich unbedingt darauf achte, dreimal am Tag etwas zu essen. Und dass eine ausgelassene Mahlzeit sofort, weil es nicht anders ging, sofort eine erhöhte Spannung mit sich bringt. Hoffentlich komme ich noch ausreichend energiegeladen durch den Rest des Tages. Also es ist gar nicht so schwer, wenn ich diese Aufgabe jetzt im Rahmen von Kursen gebe, spontan aufzuschreiben, welche Glaubenssätze fallen dir ein, die Einfluss haben auf ganz alltägliche Entscheidungen. Putze ich mir die Zähne oder auch nicht? Esse ich Süßigkeiten oder auch nicht? Wie viele Mahlzeiten esse ich? Was bevorzuge ich? Wo gehe ich einkaufen? Das ist alles glaubenssatzgesteuert. Es ist gar nicht so schwer. Ja, also jetzt so wie du es sagst, ja, aber ich könnte mir vorstellen, auch wieder aufgrund der Dichte und Fülle an Informationen, dass es für den Zuhörer zumindest nach einer Herausforderung klingt. Ja, das ist es sicher. Und ich weiß auch, und deshalb ist auch meine Empfehlung grundsätzlich bei allen Texten, die ich schreibe, den Büchern oder die Interviews, in die ich mich einbringe, sie in Abständen von Tagen, Wochen, Monaten immer wieder mal zu hören, denn ich bin kein Freund von Füllstoff. Das Leben hat mich nach und nach im Laufe der Jahre zu einer so unglaublich unglaubwürdigen Einfachheit geführt, dass ich sie selber anfänglich auch nicht glauben konnte, nicht glauben wollte, weil wir ja in einer so hochentwickelten Gesellschaft leben, in der zum Beispiel Milliarden an Forschungsgeldern ausgegeben werden, um endlich die Therapie gegen Krebs, gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, gegen Allergien, gegen alles Mögliche zu finden. Tatsächlich werden die Menschen immer kränker, immer jünger krank, immer schwerer krank und immer mehr werden krank. Also es funktioniert alles nicht. Und
Demgegenüber steht eben dieser ungeheure Forschungsaufwand in so vielen verschiedenen Disziplinen. Und vor dem Hintergrund, darin werden wir ja groß und das wird uns als Fortschritt verkauft. Und jeder Fortschritt bedeutet immer komplizierter, immer mehr Spezialisten. Und vor dem Hintergrund zu einer solchen Einfachheit zu finden, ich kann mich noch gut daran erinnern, als zum ersten Mal in dieser Weise Klick in mir machte und der Gedanke da war, wenn das wirklich so einfach ist, dann ist ja das gesamte, konsequent gedacht, das gesamte medizinische System völlig auf tönernen Füßen, völlig auf Sand gebaut, völlig überflüssig, müsste sofort eingestellt werden. Aber das ist von der Faktenlage her tatsächlich so und das ist auch überhaupt nicht schwer zu beweisen. Es gibt so viele Spontanheilungen allein, wo noch nicht einmal ein vermitteltes Wissen, ein Therapeut, ein Spezialist im Spiel ist. Einfach nur, weil jemand sehr stark daran glaubt, wenn ich an einen Wallfahrtsort gehe, dann werde ich dort Heilung finden. Wenn ich zu einer Quelle heiligen, energiereichen Wassers gehe und von diesem Wasser trinke, dann werde ich gesund werden. Dann haben wir genau den gleichen Effekt wie Erfrieren in einer abgeschalteten Kühlkammer oder die Heilung nach einer gar nicht stattgefundenen Knieoperation. Ja, wir verstehen alles das, was hier abläuft, nur wenn uns klar wird, dass es um Glaubenswelten geht. Und dann bin ich plötzlich in einer erschlagenden Einfachheit. Es gibt lediglich die Frage zu beantworten, welche Glaubenssätze zum Thema Ernährung, Krankheit, Gesundheit, Politik, Gesellschaft in allen Bereichen unseres täglichen Daseins bestimmen meine Handlung, meine Sicht der Welt. Und ich werde schon eine erste Einschätzung kritisch distanzierend im positiven Sinne finden, wenn ich das dann abgleiche mit der Glaubenswelt meiner Eltern. Und wenn ich feststelle, das ist aber verdammt ähnlich. Ich wähle dieselbe Partei, ich bin im selben Tischtennis- und Hockeyclub, ich habe dieselbe Art, Typ, Mensch als Bekannten- und Freundeskreis wie meine Eltern, dann stelle ich plötzlich fest, dass ich wie ein Klon meiner Eltern zu sein scheine in wesentlichen Teilen meiner täglichen Lebensgestaltung. Und das ist ja schon verdächtig darauf, dass ich hier lediglich eine Glaubenswelt kopiert habe. Und das ist tatsächlich so. Kleine Kinder ahmen nach. Sie ahmen das nach, was die Eltern vormachen. Wenn die Eltern infektionshysterisch sind und bei Ausruf eines hohen allergenen Risikos, Frühblüher sind unterwegs oder Viren, Bakterien sind gerade besonders gefährlich unterwegs in Bereichen von größeren Menschenanballungen und die Eltern bleiben zu Hause oder tragen dann die Maske oder desinfizieren das ganze Haus, jede Klobrille dreimal am Tag, dann ist das die vorgelebte Botschaft, es ist alles voller unsichtbarer Gefahr. Dafür müssen die Eltern gar nicht den Kindern erklären, was es da draußen angeblich gibt, unsichtbar oder eben nicht. Sondern sie leben es wortlos vor. Und das ist eine installierte Glaubenswelt. Und wenn das nicht hinterfragt wird, dann bin ich im Grunde genommen wie so eine Art Glaubenswelt-Klon meiner Eltern. Ich bin nicht ich selbst. Ich bin gesteuert durch Glaubenssätze, die mich in meiner Individualität, in der Entfaltung meines individuellen Lebens fortwährend behindern. Spannt an, macht krank. Ja, okay, das war jetzt nochmal sehr tiefgründig. Die letzten, ich weiß nicht, wie lange du jetzt darüber gesprochen hast, 20, 30 Minuten geführt haben wir jetzt über das Thema gesprochen. Nocebo, Placebo, Glaubenssätze. Ja, und dann, und auch damit wieder verbunden, Sympathikus, Parasympathikus, war jetzt nochmal ein großer Exkurs. Meine imaginäre Sanduhr ist jetzt schon fast abgelaufen, beziehungsweise eher deine. Ich würde aber trotzdem gern nochmal dir ein paar Bälle zuspielen, worauf du möglichst kurz und knapp antwortest und dann danach aufgrund von zeitlichen Umständen das Gespräch
Beenden, passt es dir noch? Wir wagen es. Okay. Unter Einbezug aller dieser ja, Zusammenhänge, die du gerade geschildert hast, kannst du vielleicht trotzdem noch mal kurz und knapp was sagen zum Sinn und Unsinn von zum Beispiel auch so sehr starken Eingriffen, wie zum Beispiel einer Chemotherapie oder einer injizierten Gentherapie. Wenn du es kurz darauf runterbrechen müsstest, was du Ja. gerade gesagt hast. Also injizierte Gentherapie oder auch Chemotherapie sind unter dem Gesichtspunkt des Kampfes gegen die Krankheit die mit die stärksten Geschütze, die neben Operation und Bestrahlung aufgefahren werden können. Und insofern haben wir hier auch zum einen das Bedienen von Glaubenssätzen. Ich muss diesen Kampf fortführen. Ich habe keine andere Chance. Ich kann nur bis zur letzten Zelle, bis zum letzten Funken Lebensenergie weiterkämpfen, weiterkämpfen, weiterkämpfen. Das eine. Das zweite, und das ist etwas, was für viele, vor allen Dingen diejenigen, die sich mit naturheilkundlichen Zusammenhängen bevorzugt befassen, erst einmal nicht verstehen können. Jedem sei seine wichtige kritische Distanz zugestanden. Nebenwirkungen und Auswirkungen gibt es nur dann, wenn ich im ängstlichen Widerstand bin gegen die Chemotherapie, die ich als notwendiges Übel und letzte Option über mich ergehen lasse. Wenn jemand, und das ist etwas, was das Thema Glauben in dieser gewaltigen Dimension, das ist das, was uns wirklich interessieren müsste. Wenn wir das wirklich durchdringen und ernst nehmen, dann wird klar, dass eine Nebenwirkung auf Widerständen beruht. Und ich habe das auch experimentell immer wieder gemacht. Wenn jemand mit Chemotherapie, mit dem Rücken an der Wand, du hast nur noch wenige Wochen zu leben, kam, dann habe ich ihm gesagt, diese Chemotherapie machst du so lange weiter, bis du keine Lust mehr darauf hast. Und die Auswirkung, ich habe gleichzeitig ihm geholfen, diese Glaubenswelt, die die Krankheit unterhielt, und die Nebenwirkungen aufzudecken. Und dann nahm er die Krankheit, also das ist kein Einzelfall, ich habe es jetzt nur, ich formuliere es nur so. Das heißt, die Chemotherapie wurde weitergenommen. Die Glaubenswelt wurde aufgedeckt, das Verständnis für die steuernden Glaubenssätze wurde geweckt und die Nebenwirkungen verschwanden. Worüber wir hier sprechen, ist wiederum dieses Bedienen von Glaubenssätzen, und zwar desjenigen, der die Störung unterhält. In dem Augenblick, in dem sich das Thema entspannt, ist auch die damit verbundene Nebenwirkung weg. Denn Nebenwirkung ist auch einfach nur ein abstrakter Begriff. Tatsächlich bekommt jemand Herzschmerzen. Und ich habe Herzschmerz, ist ja auch ein Sprachbild. Also es gibt irgendetwas, was mir sehr wichtig ist, ein Herzensanliegen. Und bei einem Herzensanliegen habe ich Schmerzen. Wenn ich als Nebenwirkung einer Chemotherapie Herzschmerzen bekomme, dann wird ein Konflikt, ein Herzensanliegen in der Psyche unter Spannung gesetzt. Also wir sind hier auch wieder im Thema, woran glaubt der Betreffende? So, und so wie sich solche Konflikte entspannen, verschwinden die Nebenwirkungen. Die Nebenwirkungen sind genauso wie die Beschwerden einer sogenannten Krankheit Signalfunktionen. Und das gilt auch für die Auswirkungen von injizierten Gentherapien. Ich muss dafür, würde der Radio-Rundfunktechniker sagen, eine Antenne haben. Oder der Biochemiker würde sagen, für den Schlüssel, der mir hier injiziert wurde in Form einer genbasierten Therapie oder Intervention oder Impfung oder wie auch immer wir das Ding dann nennen, für diesen Schlüssel, der hier injiziert wurde, braucht es im Körper das passende Schloss. Und wenn das passende Schloss nicht da ist, passiert überhaupt nichts.
Kann man das so sagen, selbst bei solchen ausgetüfteten, gerade jetzt bei diesen gentherapeutischen Sachen, die ja, also Ganz klar, es ist ja. egal, welche Geschütze aufgefahren werden, selbst wenn es noch tausendmal stärker wäre, mit dem Prinzip, was du gerade erklärt hast, könnte es sein, dass man keinerlei Nachteile dadurch hat. Könnte sein, ist mir zu sehr im Konjunktiv. Okay, Ja, muss sein. wir reden, wenn wir, das ist das, was ich auch immer wieder betone. Ich rede über naturgesetzliche Zusammenhänge, die jeder selber auch herleiten kann. Ich liefere ja die Anleitung zum selber Durchdenken. Wenn man mir das einfach glauben würde, wäre das blöd, weil man ist Ja. dann als eins von vielen denkbaren Szenarien verbuchen könnte. Und die Naturgesetze beziehen sich aber auch auf unnatürliche Maßnahmen oder Substanzen sozusagen. Der Begriff Naturgesetze ist ein bisschen irreführend an der Stelle. Naturgesetze heißt ja nicht, dass die Natur da draußen diesen Gesetzen folgt, sondern wir reden von Gesetzmäßigkeiten, die jeden physikalisch-chemischen Vorgang und auch jeden psychischen Vorgang, alles das, was mit Energie und Bewegung zu tun hat, steuert. Ein Naturgesetz wäre zum Beispiel einfachst formuliert, alles folgt dem Weg des geringsten Widerstandes. Jede chemische Reaktion, jede Substanz, jede Bewegung, gleich welcher Art, sucht auf dem Weg des geringsten Widerstandes den energieärmsten Zustand zu erreichen. Ob das eine Kugel ist, die auf einer schiefen Ebene bergab rollt, oder ob wir von einer chemischen Reaktion in einem Reagenzglas sprechen. Alles folgt dem Weg des geringsten Widerstandes. Insofern gelten diese Gesetzmäßigkeiten, lassen wir mal Natur beiseite, für jeden von Menschen, Personen künstlich geschaffenen Prozess, genauso wie für alles das, was in der uns umgebenden belebten und unbelebten Natur geschieht. Und alles, worüber wir beide hier sprechen, alles das, worauf die anwendbaren Erkenntnisse der Symplonik beruhen, sind Gesetzmäßigkeiten, die für jeden Bewegungsprozess, und alles ist Bewegung, ist heute eine gängige Grundlage physikalischen Wissens, Vorgehensweise in den klassischen Naturwissenschaften. Alles, was auf Energie in Bewegung beruht, und noch einmal, das ist alles in diesem Universum, folgt diesen Gesetzmäßigkeiten. Und ob das dann nun mRNA-Impfung heißt, oder Chemotherapie, oder Bestrahlung, oder hochfrequente elektromagnetische Felder, oder Wechselstrom, oder was auch immer dann auch gerade im Bereich der Naturheilkunde als ein monströses Gefahrenszenario aufgerollt wird, ist unvollständig dargestellt, wenn ich nicht den Empfänger und Sender, und das sind wir in unserer jetzigen Befindlichkeit, mit unseren Antennen oder mit unserer Durchlässigkeit mit berücksichtigen. Okay. Nochmal eins, zwei Fragen zum Abschluss, die du gern möglichst kurz beantworten kannst. Diese Prinzipien oder diese Naturgesetze, die du, ja, sag ich mal, wiederentdeckt hast und auch lehrst, gab es denn eine Zeit in unserer Geschichte, wo man eine größere Anzahl von Menschen nach diesen Prinzipien so gelebt hat Also, und das dann quasi positive Effekte hatte. Kurz und knapp. definitiv ja. Und die Beweisführung ist einfach, und ich führe sie anhand eines Beispiels aus einem Bereich, der mit dem, worüber wir bisher gesprochen haben, gar nichts zu tun hat, und zwar der Architektur. Wir gehen in die Altstadt einer großen Stadt. Madrid, Hamburg, Berlin, München, Rom, Florenz, Pisa, wo auch immer. Überall finden wir Gebäude, Jahrhunderte alt, die man mit der heutigen Technik nicht bauen kann. Man Okay. kann die Steine nicht heben, man kann sie nicht so bearbeiten, man kann diese Gebäude heute nicht herstellen, inklusive größtes Beispiel vielleicht der Pyramiden.
kann man mit heutiger Technik nicht. Das heißt, es gab eine Hochkultur, Ja. mit der man sich vorsichtshalber gar nicht befasst, die in der Lage war, naturgesetzliches Wissen anzuwenden in einer Weise, von der wir heute Universen entfernt sind. Okay, nächstes Interviewthema steht. Okay, und was denkst du, seit wie vielen Jahrhunderten haben wir diese Entwicklung, in der wir gerade so stecken? Also, so wie es jetzt ist, die letzten, wie der Ist-Zustand ist und auch wie es die Ja. letzten Jahrzehnte jemand, der das aufmerksam verfolgt, mitbekommen hat. Ja. Lässt sich auch recht kurz und knapp beantworten. Es gibt die offizielle große Linie der Geschichtsschreibung und es gibt die Geschichte der Stadtchroniken. Fast jede Stadt, fast jede Region hat eigene Chroniken, die in ihrer Berichterstattung der Ereignisse der letzten Jahrhunderte erheblich abweichen von dem, was in großer Linie behauptet wird. Und es weist alles darauf hin, wirklich alles, wenn man hier in die Tiefe geht, dass wir um 1450 ein komplettes auf Null setzen durch kataklysmische, also weltumspannende Naturkatastrophen hatte, mit der diese erstaunlich leistungsfähige, ich habe das Beispiel aus der Architektur erwähnt, diese außerordentlich leistungsfähige Hochkultur wohl untergegangen zu sein scheint. Und ich würde als Startpunkt einer plus minus eben 100 Jahre, sagen wir mal, aber eher minus 100, maximal minus 100 Jahre ab dem Moment der gregorianischen Kalenderreform 1582, ab da ungefähr würde ich eine systematische Entwicklung der Gesellschaften, wie wir sie heute kennen, sehen. Es gibt Auffälligkeiten in den von, also auffällige Parallelen auch in den im Text und in der Sprache der Massenreligionen, der drei großen Massenreligionen, die darauf hinweisen, dass hier eine konzertierte Aktion, also systematisch am Reißbrett von Überlebenden alles neu begonnen wurde auf den Trümmern, die wir heute als römisches Reich behaupten. Also wir reden von 400 bis 500 Jahren. Okay, was offiziell dann, laut der offiziellen Geschichte so, müsste ja das Mittelalter sein, oder? Das wäre das Mittelalter, die Zeit der Renaissance, mehr oder weniger. Bei den Zahlen bin ich auch nicht so ganz sattelfest. Aber die italienische Renaissance ist tatsächlich der Startpunkt eines systematischen Fälschungsprogramms, was sehr, sehr gut überprüfbar ist. Okay. Ja, das hat sich jetzt zum Schluss nochmal angehört wie ein Krimi. Falls euch das interessiert, euch Zuhörer, Zuschauer, dann schreibt das gerne in die Kommentare, falls ihr nochmal ein extra Video haben wollt mit dem Uli zum Thema vielleicht Geschichte, aber vielleicht auch Medizingeschichte, Gesundheitsgeschichte. Man sagt ja auch, die Geschichte schreibt der Gewinner oder vielleicht auch die Geschichte schreibt der, der viel davon profitieren kann. Ja, finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema, weil das ja natürlich sich auch sehr stark auf das, auf die Gegenwart und die Zukunft auswirkt. Und ja. Ja, definitiv. Also für mich ist das immer unter im Kern, im Hauptpunkt, im Hauptfokus meiner Aufmerksamkeit, welche Auswirkungen die Geschichte, deshalb bin ich überhaupt nur so in der großen Linie sachkundig, was diese architektonischen oder Naturkatastrophenszenarien betrifft. Mich interessiert immer die Auswirkungen auf uns als Lebewesen, in psychologischer Hinsicht, in gesundheitlicher Hinsicht und in der abgeschirmten, spirituell abgeschirmten Einbettung in diesen rein auf Funktion und Beherrschung ausgerichteten Massengesellschaften. Das lässt sich tatsächlich gar nicht voneinander trennen. Diese Katastrophen haben ja zum Beispiel eine psychologische Verarbeitungsstörung zur Folge, die dann zu Dingen führt, zu Massenereignissen führt, wie der spanischen Grippe. Ja, die man als Infektionserkrankung wieder behauptet, aber tatsächlich ist sie eine Massenverarbeitungsstörung eines vorausgegangenen Konfliktes. Jetzt hast du schon wieder die nächste Tür aufgemacht. Laut Entschuldigung. meiner Information war es ja auch so, dass da viele gestorben sind aufgrund der medizinischen Maßnahmen, die dann dort empfohlen wurden.
Unter anderem. Ja, Geschichte heißt so schön, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Plandemien, Pandemien ist so gesehen nichts Neues. Und Massentherapien auch. Also in besagtem Kursbuch, die Herrschaft des gesunden Menschenverstandes, also das sozusagen das Kursbuch zum Verständnis der psychologischen Menschheitsgeschichte, habe ich auch die Beziehung zwischen den ersten Massenimpfungskampagnen und dem Wiederaufflammen oder erstmaligen Auftreten von Erkrankungen mit aufgenommen, um zu zeigen, dass Impfungen sehr leicht darstellbar, beweisbar anhand schulmedizinischer Zahlen Krankheiten überhaupt erst entstehen lassen. Nächste Tür aufgemacht. Uli, ich sehe uns noch in einige Türen reingehen. Aber ich denke, aus zeitlichen Gründen ja, müssen wir jetzt erstmal Schluss machen an dieser Stelle. Ja, gebt uns gerne ein Feedback oder vielleicht auch mal einen Themenvorschlag, was ihr nochmal gern hören würdet in dieser Konstellation. Und ja, ich bedanke mich für das sehr erhellende Gespräch. Und werde es mir auch selber nochmal anhören, weil da viel Neues dabei war für mich oder in der Tiefe vor allem. Und Uli, Schlusswort von dir. Ohne dass du jetzt nochmal ausholst. Spannung. Schlusswort: Möge es eine positive, kreative Unruhe in jedem Zuhörer, Zuschauer schaffen und die Frage im Raum stehen, stimmt das wirklich alles, was der gesagt hat? Keiner darf mir das glauben, aber jeder kann es prüfen. Okay, belassen wir es dabei. War das kurz genug? Ich denke, es war kurz genug, ja. Ausnahmsweise. Ja. Gut. Dann bis zum nächsten Mal, Uli. Ja, bis zum nächsten Mal, Sören.